Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid bisher gut reingestartet und ihr seid fit und munter. Wenn noch nicht, dann geht's ab in die Kälte. Ihr wisst ja, ich liebe Eisbaden. Kälte hat einfach so, so viele Vorteile, was ich euch ja schon in einigen Videos von mir so erzählt habe. Es ist gut für Kreislauf, macht Haut und Haare schön, kann bei der Regeneration helfen, bei sogar depressiven Verstimmungen helfen. Und wenn mir manchmal der Kopf aus allen Nähten platzt, dann geht's für mich ab in die Kälte, um einmal einen mentalen Reset für mich zu haben. Und heute möchte ich euch drei verschiedene Anwendungen zeigen, wie ihr auch diese ganzen Vorteile von der Kälte im Alltag nutzen könnt. Wir beginnen mit den klassischen kalten Duschen. Dabei ist wichtig, einfach ins Tun kommen. Ihr geht in die Dusche rein und startet eben mit warmem Wasser und schaltet es schrittweise immer kühler, also auf lauwarm, kühl, bis ihr auf der kältesten Stufe seid und arbeitet euch mit dem Duschkopf langsam von den Füßen hoch zur Bade, die Beine entlang bis zum Oberkörper hinauf, also wirklich in eurem Tempo. Und da reicht es wirklich am Anfang ein paar Sekunden. Also 30 Sekunden am Anfang sind schon sehr, sehr gut und ihr könnt es dann schrittweise bei jedem Mal erhöhen, 40, 50 Sekunden, eine Minute, und dabei ist die Atmung sehr, sehr wichtig. Die Atmung habe ich auch schon mal euch in einem anderen Video mit Wim Hof erklärt, denn durch dieses starke Bauchatmen wird der Körper mit Sauerstoff durchflutet und die Muskeln können sich entspannen. Es ist ja so, dass man bei Kälte sich auch mal gerne verkrampft und der Nacken spannt sich an und die Schultern wandern nach oben. Das ist ganz wichtig, dass man sich dabei eben entspannt, und wenn ihr eben diese Kälte dadurch genießen könnt mit entspannten Muskeln und dieser Atmung, das spürt, das ist eben so der fantastische Effekt, den ich eben empfehlen kann. Und wenn ihr eben 2,5 Minuten schon richtig kalt duscht, seid ihr wirklich gut dabei. Und natürlich wollen wir jetzt auch hier in diesem Video diese drei verschiedenen Kältetechniken, sage ich jetzt mal, miteinander vergleichen und bewerten. Und hierbei habe ich jetzt ein Ranking aufgestellt, und zwar Kosten, Härtelevel, Zeitaufwand und Ressourcenverbrauch. Und hierbei vergebe ich 3 Sterne, wobei eben ein Stern eben gering bedeutet und 3 Sterne hoch. Und beginnen wir beim Duschen mit den Kosten. Hierbei würde ich ja sogar nur einen halben Stern vergeben, da man natürlich klar das Wasser bezahlen müsste, aber das ist so wenig bei diesen paar Sekunden verglichen zu einem normalen Duschgang mit Haare waschen und so weiter. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr gering. Dann Härtelevel würde ich schon sagen, müsste ich 2 Sterne vergeben, wenn ihr wirklich auf ganz, ganz kalter Stufe euch abduscht. Also ich finde immer vor allem der Schulter-Nackenbereich ist immer sehr, sehr empfindlich. Und das ist gar nicht mal so einfach, vor allem wenn man direkt in der Früh nach dem Aufstehen geht. Deswegen 2 Sterne. Dann beim Zeitaufwand würde ich auch nur einen halben Stern vergeben, da es wirklich am Anfang nur ein paar Sekunden ist und da das wirklich sehr, sehr einfach ist. Man hat eine Dusche meistens schon direkt zu Hause und kann sich einfach reinstellen, dann eben ein paar Sekunden oder Minütchen, dann hat man schon die tollen Effekte von der Kälte, deswegen eigentlich kein wirklicher Zeitaufwand. Und zu guter Letzt der Ressourcenverbrauch bei Duschen. Das sieht natürlich das Ganze anders aus, wenn ihr euch eine kalte Badewanne macht. Da passt natürlich wesentlich mehr rein. Aber verglichen zu regulären Duschen, warmen Duschen, ist natürlich wesentlich weniger Wasser, was man verbraucht. Und deswegen würde ich hier 1,5 Sterne vergeben. Eine Variante, sich der Vorteile von Kälte zunutze zu machen, sind Kältekammern, Kryotherapie. Und ich habe das damals 2016 oder 2017 schon mit euch gemacht. Und ich fand es mega, aber überzeugt euch selbst. Hallo! Hallo! Wie ist gut? Alles gut, ich bin Jasmin, ich gehöre zum Kryosizer-Team. Wir sind eine Kette aus München, spezialisiert auf Ganzkörper-Kältetherapie oder Kältetraining. Die Kältetherapie selber ist eine Methode, die eigentlich aus der Medizin kommt. Mhm. Fast genauso lange schon im Sportbereich zu Hause, im Hochleistungssport, im Profisport, zur Regeneration der Muskulatur, aber auch zur Leistungssteigerung vor Training oder Wettbewerb. Ja. Und seit gut 20 Jahren ist das Ganze so ein bisschen in den Fitness- und Lifestyle-Sektor gekommen, weil man in Studien gesehen hat, dass die ganzen Patienten und Sportler, die das regelmäßig machen, eine erhöhte Stoffwechselaktivität hat. Ah. Durch regelmäßige Kälteanwendung verändert sich die Zusammensetzung von deinem Fettgewebe. Mhm. Es gibt 2 Sorten Fettgewebe, weißes, das ist das Speicherfett, das will irgendwie keiner haben. Und das, braune Fettgewebe, genau. Das ist Aber es ist nicht so, dass es weiß und braun am Körper aussieht, so nee. Ist es nicht. So ist es nicht. Und das braune Fettgewebe, das hast du nur noch ganz rudimentär. Mhm. Und durch Kälte kannst du das halt aktivieren und auch vermehren. Und da das im Körper für die Wärmebildung zuständig ist, wird das halt richtig schön angeregt durch regelmäßiges Kältetraining. Und dadurch
wird der Stoffwechsel angeregt. Also ja? Das braune Fett ist sozusagen das, was man, was gut ist, was man fördern sollte. Das ist super, genau. Und das weiße ist das, was man meistens loshaben möchte. Das will man loshaben. Und das braune, das verbrennt nämlich richtig schön Energie. Ja. Die Wärme wird im Körper gebildet, indem Energie verbrannt wird. Ganz einfacher physikalischer Prozess. Wenn Energie verbrannt wird, werden Kalorien freigesetzt. So. Du kannst nebenbei aber auch noch ein bisschen deine Haut straffen und noch was für deine Abwehrkräfte tun. Und was für die gute Laune. Dann lass es uns einfach mal ausprobieren. Ich zeig dir das hinten. Ich habe dir noch mal unsere Cryoware ausgepackt. Das ist ein Anzug aus einer schönen Naturfaser. Ist wärmeableitend und kältespeichernd. Man kann das auch einfach in Unterwäsche machen, aber durch diesen Anzug kannst du den Effekt nochmal um gute 20% verstärken. Na, dann schon mal her damit. Es ist so, ich werde dich langsam Schritt für Schritt runterkühlen, damit du eine gesunde Reaktion im Körper hast. Ich will dich ja nicht schockgefrieren. Es wird ein überschwelliger Reiz ausgelöst, also die Kälte wirkt ja nur oberflächlich an der Haut. Da sitzen kleine Rezeptoren, die leiten diesen Reiz weiter an dein zentrales Nervensystem. Es kommt zu einer kleinen Kreislaufzentralisierung. Das heißt, du wirst merken, an den Armen und Beinen wird es richtig knackig kalt. Die Körpermitte bleibt schön warm, weil das Blut quasi zu den Organen geleitet wird, damit es hier schön warm bleibt. Und wenn du dann rauskommst, hast du eine richtig schöne Kreislaufaktivierung, eine schön durchblutete Muskulatur, viel Sauerstoff in der Muskulatur, dadurch auch der leistungssteigernde Effekt. Ne? Oder nach dem Training wird durch diese Durchblutung werden die Muskelfasern schön gelockert, dass alles wieder schön geschmeidig wird. Finde ich sehr gut, denn aktuell trainiere ich auch wieder vermehrt. Das heißt, mein ganzer Körper ist voller Muskelkater und tut weh und deswegen kommt das genau richtig. Die sind sehr bequem, muss ich sagen. Ja, ne? Ja, wirklich. So, ready? Ich bin ready. Gut. Dann geh ich mal rein. Ich komm rein. So. Wow. Ich fahre dich erstmal hoch. Ich mache auch gleich den wieder aus. Du nimmst die Hände so ein bisschen rauf auf der Kälte. Ne? Kinn nach oben. Und dann drehst du dich bitte im Kreis einfach mit, dass du immer so ein bisschen Bewegung bleibst. Einfach so um dich selbst genügt. Ach so. Schnell. Wie so ein Dönerspieß. Wie ein Dönerspieß. Ja, ja. So. Und das Kinn nach oben. Ne? Das also ist jetzt Übung beim Abbruch. Und wie lange geht das jetzt? Wir machen mal mindestens 2,5 Minuten. Ja, schon. Ja. Richtig ballern. Das ist das Maximal, was wir machen können. 3. 3, okay, 3. Dann wir gucken mal. Okay, sehr gut. Ja? Bereit? Bereit. Los geht's. Wie fühlt sich an soweit? Ja, schon frisch, muss schon sagen. Das wollen wir auch. Was ist Maximum minus gerade? Na, wir machen minus 150. Und was sind jetzt genau die ganzen positiven Vorteile von der Kryotherapie? Genau, du kannst einmal deinen direkten Kalorienverbrauch erhöhen, ne? Weil du jetzt, du bist ja quasi maximal 3 Minuten in der Kammer. Aber in den 4 bis 6 Stunden danach ist der Körper am Arbeiten. Ist quasi in der Wärmebildung oder in der Thermogenese und verbrennt einfach Energie, Energie, Energie. Wir empfehlen, für mindestens 4 Stunden zu fasten, nicht zu essen. Davor oder nach? Danach. Damit der Körper wirklich nachbrennen kann. Ne? Und du das Optimum rausholst. Da kannst du bis zu 800 Kalorien verbrennen. Wow. Und das ist so viel wie eine Stunde Spinning oder so. Genau, viel trinken natürlich, zuckerfrei. Kalte Getränke. Der Körper soll sich wirklich selbst wieder kompensieren quasi. Und für welche Leute ist es jetzt genau am besten geeignet? Also machen das nur Spitzensportler oder? Nein, wir haben ganz viele Freizeitsportler, aber wir haben auch ganz viele Leute, die Büroarbeit machen, die einfach nicht so viel Zeit haben vielleicht für Sport, die schnell in der Mittagspause mal reinhuschen. Cool, also kann jeder von euch machen. Kann sehr zu empfehlen. Wow. Volle 3 Minuten. Das kam viel kürzer vor. Ja, voll gut. Aber voll cool. Ich bin jetzt richtig frisch, also wirklich wie nach einem Eisbad. Ja, und warum du dich so gut fühlst, ist einfach, weil dein Körper jetzt gerade ganz viele Endorphine ausschüttet. Ja. So, und das ist auch im Blut messbar. Und das ist nachweisbar bis zu 72 Stunden nach der Kälte. Ach, krass. Ach, spitze. Ich fühle mich top. Sieht auch gut aus. Ja, dankeschön. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar, wie oft kann ich das in der Woche machen? Es gibt keine Obergrenze, man kann das eigentlich jeden Tag machen. Also in den Reha-Zentren machen die das bis zu 3-mal täglich. Ach krass. Und das kannst du
im Grunde halten, wie du magst. Die meisten unserer Mitglieder kommen 2 bis 3 Mal in der Woche. Den Sportlern empfehle ich das auch so, einmal die Woche. Mhm. Wer wirklich noch mal ein bisschen Gewichtsreduktion machen will oder Hautstraffung, diese Sachen, sind schon 2-mal, 3-mal die Woche besser. Und wie viel kostet jetzt eine Session? Du kannst bei uns testen für 36,90. Mhm. Wenn du es dann regelmäßig machen willst, dann haben wir Angebote für Mitgliedschaften. Mhm. Und da geht es dann los bei so 20 Euro pro Sitzung. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und natürlich bewerten wir auch die Kältekammer in Sachen Kosten, Härtelevel, Zeitaufwand und Ressourcenverbrauch. Beginnen wir mit den Kosten. Verglichen zu Kaltduschen zu Hause oder Eisbaden würde ich jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Sterne vergeben, und zwar 2 von 3. Wobei das aber sich wieder ausgleicht mit dem Härtelevel, würde ich jetzt hier nur 1 Stern von 3 vergeben, da die trockene Kälte nochmal ganz anders ist als die nasse Kälte. Also kalte Duschen und Eisbaden sind nochmal eine ganz andere Hausnummer und das geht wirklich so schnell, deswegen auch Zeitaufwand. Würde ich sogar nur 1/2 Stern vergeben, weil es wirklich nur knackige 3 Minuten sind. Natürlich kommt es darauf an, wie die Fahrtstrecke ist, ob ihr eine Studio in der Nähe habt oder nicht, ganz klar. Da kommen wir nämlich auch dann hier zum Ressourcenverbrauch. Auch hier, wenn man jetzt Autostrecke und so überall mitberechnet, dann kommt man natürlich individuell immer was anderem raus. Aber sonst mit diesen Riesentanks, da können wirklich sehr, sehr viele Durchgänge gestartet werden mit vielen Personen. Deswegen würde ich hier 1 Stern von 3 vergeben. Ja, und zu guter Letzt haben wir das klassische Eisbaden. Entweder in einem See, in einem Fluss oder auch kaltem Meer, ist egal wo. Aber wichtig hierbei ist natürlich das regelmäßige Training vorab. Ihr solltet nicht komplett bei Null einmal in den See gehen, in den zugefrorenen, sondern davor natürlich auch entsprechendes Training haben. Also wie ihr 1:1 mit Eisbadetraining in einem See anfangt und worauf ihr achten solltet, habe ich nochmal hier in einem separaten Video für euch. Also für mich ist das beste Kältetraining eigentlich in den See zu gehen. Also ich liebe das, da fühlt man sich sehr verbunden mit der Natur und am Ende fühlt man sich, wie als ob man einen mentalen Reset hätte. Wie als ob man einmal im Kopf gelüftet hätte und frischer Windzug durchgegangen wäre. Also kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ja, ich habe jetzt einmal hier mein Bikini schon drunter, weite Sachen an, wo ich dann auch danach in einem etwas nasseren Zustand schnell wieder reingehen kann. Und dann würde ich sagen, ausziehen und let's go! Ungefähr 5, maximal 6 Grad. Ich muss mich schon lang dran gewöhnen, also es hat schon, merkt es natürlich sofort in den Händen und in den Füßen. Wenn ihr wirklich ganz mal zum ersten Mal in einem kalten See seid, könnt ihr die Hände auch am Anfang erstmal draußen lassen. Ihr könnt euch auch eine Mütze aufsetzen, weil der Kopf natürlich auch sehr viel Wärme halt dann auch abgibt. Und jetzt geht es darum, halt sich schnell abtrocknen. Und was soll man es wieder anziehen? Ja, nach ein paar Sekunden am Anfang oder eben dann später Minütchen geht es dann eigentlich schon wieder raus und hat den positiven Effekt von der Kälte. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch das Eisbaden, was wir bewerten, das klassische Kosten. Natürlich hier auch, wenn ihr einen See direkt in eurer Nähe habt, dann ist es auch wenig Spritverbrauch und ihr müsst auch nicht weit fahren. Und ich habe also auch mal sonst immer so kleinere Ausflüge gemacht, aber wir haben vielleicht noch ein E-Auto und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Variablen, aber an sich ist das Eisbaden umsonst. Trotzdem wegen der Fahrtwege würde ich jetzt hier 1 von 3 Sternen geben. Es ist dann für mich auch meistens ein Wochenendausflug. Dann kommen wir zum Härtelevel und hier muss ich leider je nach Jahreszeit 3 Sterne vergeben. Also wenn ihr wirklich so dieses epische das Eis aufschlagen und ins Loch reinsetzen machen wollt, so um Dezember, Januar, Februar, dann ist es natürlich eine andere Hausnummer und ihr solltet wirklich auch davor schon regelmäßig geschafft haben, mindestens 2,5 Minuten in einer kalten Dusche entspannt zu verbringen, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir zum zeitlichen Aufwand. Auch hier kommt es darauf an, ob ihr jetzt eine längere Strecke habt oder nicht. Aber ansonsten ist ja dieser Kälteeffekt, den man hat, eigentlich schon nach kürzester Zeit gegeben. Es geht hier bei keiner Methode darum, so lang wie möglich in der Kälte auszuhalten oder gar einen Wettbewerb zu machen. Für manche haben schon nach ein paar Sekunden einen tollen Effekt der Kälte, weil sie sich einfach schnell entspannt haben. Manche brauchen vielleicht ein bisschen länger, das geht wirklich je nach Gefühl. Deswegen würde ich hier beim Zeitaufwand
2 von 3 Sterne vergeben, da es auch bei mir zum Beispiel auch, wo ich in München gewohnt habe und in Berlin, einfach eine weitere Strecke rausfahren muss und dann dort mit baden und so weiter, aber es ist für mich immer ein sehr, sehr schöner Ausflug. Und zu guter Letzt haben wir noch den Ressourcenverbrauch, auch hier fahrtstreckenabhängig, aber an sich verbraucht man keine Ressourcen, wenn man in den See geht. Deswegen würde ich hier 1 von 3 Sternen geben. Schreibt mir jetzt doch mal gern in die Kommentare, welche Variante ihr bevorzugen würdet und wie ihr das Ganze so findet. Habt ihr Kälte schon mal ausprobiert? Packt es mir in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, und lehrreich war, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mit einem Klick kostenlos meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!